Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werdet ihr die Highlights der Runde 1 der FCS Woche 2 sehen. Das Ganze haben wir allerdings nicht selbst gespielt, sondern wir haben ein paar Pro-Player inspectated und das Ganze ein bisschen kommentiert. Also mal was ganz anderes, was es so schon lange nicht mehr auf diesem Kanal gab. Ich hoffe, euch gefällt das Video auf jeden Fall. Wenn es so sein sollte, könnt ihr natürlich gerne hier ein Abo auf diesem Kanal dalassen. Außerdem, wenn ihr das Ganze auch live sehen wollt, checkt gerne meinen Twitch-Kanal aus. Dort streame ich zurzeit auch wieder fast täglich. Also lasst gerne ein Follow da und ich bin eigentlich meistens immer so eher nachmittags bzw. abends live. Das heißt, schaut da gerne vorbei und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit den Highlights. 12 Spieler nur noch left. Als Trio hier immer noch Aqua, fast alle full life. Das sieht auf jeden Fall gut aus. 120 dead, perfekt. No Rally ist ziemlich low. Aqua wieder auf High Ground. Mit dem klassischen Boxfight-Loadout und es geht wirklich nicht typischer. Minis, Big Pots, eine Pump und eine blaue Air. Sechs Bouncers auch noch, nur noch 7 Gegner unten. Aber auch insgesamt noch nicht so viele Kills. Also nicht so viele, immer erst 14. Ist trotzdem natürlich noch stabil. Hier jetzt nicht so die perfekten Communications gehabt, sollte aber chillig sein. Ja. Fast alle dead. Ein oder so dürfte noch leben. Auch cracked. Ich habe keinen Plan mehr, was passiert, aber easy win. Robnik hat jetzt aber tatsächlich high. Ob das er worth it war, weiß ich nicht. 30 HP noch. Finish zum Glück bekommen. 60 HP damit wieder und wieder back auf high. Alle drei auf Hide, beziehungsweise Robnik jetzt tatsächlich down. Trotzdem sollte das auf jeden Fall noch was werden. Eine Shockwave ist noch left. Und Loadout ist natürlich absolut krass. Gegner fast down. Wird jetzt von Mr. X gekillt. Damit 2 vs 2. Und das mit High Ground. Sehr, sehr guten Leben noch. Einer Impuls hoch. 2v1, allerdings mit wenig HP. Das sieht echt jetzt close aus. Ich hätte gedacht, es wäre ein Free Win jetzt. Er stirbt noch voll Damage, oder? Er hat sich tatsächlich gesaved. What the fuck? Trotzdem Kill bekommen. Damit erster Win, 57 Punkte. Stabile Runde auf jeden Fall. 2 Kills. Also mal wieder Kill Counter um einen falsch, wie es mir schon. Wie ich mir schon gedacht hatte. Und Corby, vielen Dank für den Prime. 3500 Damage darüber. Das ist schon wirklich krass. Also da werden die 100% kein Storm Surge bekommen. Hier leider keine Airheads draufbekommen. Trotzdem 70er Shot natürlich. Wird gewkeyed von zwei Seiten. 89er Crack auf jeden Fall. Damit lockerer High Ground. Das liegt einfach daran, dass sie sich nicht gesplittet haben. In einem Vertical Split hätten sie das gemacht, hätten sie es vielleicht noch halten können. 40 hier auf White auch nochmal und damit ist er down. Nächster Dead. Instant auch gefinished. Jetzt nur noch 5 Gegner am Leben. Das sollte ein Easy Win werden. Jetzt in der Box hier drin. Bekommt ja tatsächlich den Trap Hit, sind aber nur 50 Damage, geht klar. Direkt mit dem nächsten Kill die HP wieder zurückbekommen. Damit beide auf fast 200 HP. Tyson nur auf 199. Sollte aber locker passen. Bisschen gefailt hier. Wird nach oben geshockwave, leicht out of zone raus. Ist damit auch dead. Jetzt ist es, glaube ich, ein 2v1 oder 2v2 noch. Und damit sind alle dead und der nächste cleaner Win. Throw in the middle of the left two, okay, Litchi? Yeah. 3, 2, 1, go. Oh, nice, Alter. Was ein krasser Play wieder. He's on high, he's on high, on high. I'm high now. Yeah, get to the finish. Get to the finish. Actually, I'm going off to Venti. There's still a finish, so Venti get it, maybe. I'm gonna try to get the kill. Oh my god, wait. Ja, das war echt wieder 200 Sekunden.
mit zwei Kännchen rein, dass die eine safe hätte. 30 HP nur noch. Also eigentlich sind Jobs aktiviert. Ja, kein Plan, actually. Wenn ich Fisch jetzt hier down. 38 Spiele noch am Leben. Storm Search active wieder mit 3000 Damage drüber. Let's jetzt von hinten einen Shot bekommen, auch wieder low. Beide spielen jetzt solo. Letchy ziemlich safe dead jetzt. Damit nur noch Savage am Leben. 23 HP noch. Kein einziges bisschen Heal mehr. Dafür natürlich gute Waffen. Das wird aber natürlich alleine nicht regeln. Der Kill wäre jetzt wichtig. 70 Damage auf White. Versucht natürlich jetzt in die Box reinzujumpen. Ist natürlich aber alles risky, denn er ist von allem und jedem One-Hit und ist damit down. Jetzt aber die Fuß-Rotations nehmen, er kann man natürlich Kills mitnehmen. Sollte aber immer natürlich auf die Rotation achten und nicht zu sehr darauf fokussen. Kill jetzt easy bekommen an der Stelle. Epic Shotgun hat er natürlich schon, er muss jetzt nicht mitnehmen. Team hielt sich hier direkt in der Zone. Hier hat er sich nicht zugebaut. Dann haben wir noch 156 HP. Muss jetzt hier eine Shockwave usen. Crashpad direkt hinterher. Wurde nochmal gelasert am Ende. Gefühlt muten sich manche Streams auch von alleine. 29 Spieler jetzt noch am Leben. Unter ihnen White. Wird natürlich raufgesprayt, er wird aber safe runterjoppen. Ich glaube, den Kill bekommen die nicht. Haben jetzt auch kein High. Oh, 160er, sehr, sehr cleaner Hitter. 100 Leben noch, 107 Leben noch. Robnik ist dead. Nur noch ein bisschen X und Hami alleine. Hami jetzt auch dead. An Sohn gestorben, damit Mr. X nur noch am Leben. Fact, nochmal Shockwaven, sind zwar nicht so weit gekommen, trotzdem wenigstens zusammen. Mach solo, mach solo. Ich bin maybe, ich muss dich einbauen. Okay, warte. Nein, eine andere Haie, hab ich auch. Okay. Nur noch Pump und I am Inventar. Alle jetzt mehr oder minder auf sich allein gestellt. Wenn sie sich zusammenfinden, könnte es ein easy win eigentlich wieder werden. Metz sieht gut aus. Aqua wird aber ziemlich hart von unten gesplieft immer. Ich hab null, ich hab nichts, ich hab kein Schild, kein Schild, kein Schild. Und ich kann nicht rüber. Ja, ja, Reason A wieder. Nice, good fuck. Oh, Reason Clutch komplett, holy shit. Was warst du? 148 Punkte einfach, das sieht sehr, sehr gut aus. Könnte sogar der erste Platz insgesamt werden, wenn sie es jetzt wirklich gut klatschen. Ja, alles gut, alles gut. Wollen wir den. Okay. Crashpad. Ich probiere den Kill zu bringen. Die spielen das hier echt perfekt. 150er. Oder 160er, wie auch immer. Der 160er, der pinke das Kind. Oh, geht hoch. Spam. Hami und Robnik haben, glaube ich, so 100 Punkte nach letzter Runde gehabt. An den zweiten Platz geholt. Mr. X hat da richtig geklatscht noch. Oh mein Gott. Da geht noch was rein. Bruder. Wieder komplett alles lasert. Nächste auch wieder, den bekommen die aber. 120er, dead. Holy shit, was machen die gerade? 8 Spieler nur noch am Leben. Das wird ein free win. Die Box sein, hinter ihm. Das ist ein absoluter free win. 3v2. Schön geblockt über ihn. Und dead. Holy shit, 163 Punkte. Oh, was ein Laser. 35 White. Er hat WP da einfach. In der Box. Oh mein Gott. Gut gespielt.
Nice. Alter, die sind zu gut. Gehen auch direkt auf den nächsten drauf. Die brauchen es einfach gar nicht mehr. Oh mein Gott. Die haben beide 200er gleichzeitig gegeben. Was müssen sich die Gegner da denken? Die können nichts machen. Gar nichts. Ich gebe einen Kill, ich gebe einen Kill, ich gebe einen Kill. 24 Spiele jetzt noch am Leben. Oh mein Gott, der ist einfach komplett hops genommen worden in der Luft. Oh mein Gott, schon wieder. Triple 35er. Die Beams von Aqua sind viel zu strong. Sein Aim ist so krass. Natürlich auch klar, wenn man mit so einer Low Sense spielt, dann fällt einem das auch leichter, so gut zu beamen. Und er spielt einfach Only AR. Und bekommt das. Oh, hops. Fucking shit on. Ich bin wieder, ich hab mich. Wo? Über die. Ich hab auch. Ich bin cap. Komm hoch. Nur Rally jetzt down. Reason A und Aqua beide noch auf 130 HP. Nice. Nächster Dead. Wieder guter Refresh, vor allem für die Leben, für Reason A. Ich hab Fullmax. Spam. Digga, Reason A ist so gut. 18 Kills jetzt. Nicht auf mit Spam. 6 Spieler noch im Leben. Ich hab Bandage, also du kannst Zombie killen. Doppel 35er und nochmal 4 Spieler jetzt noch am Leben. Das sind 2v2. Ne, sogar ein 2v1 jetzt nur. Und es wird easy. Als letztes schauen wir uns nochmal kurz die Standings an. Und auf dem ersten Platz ist heute tatsächlich das Team von Aqua. Komplett krass rasiert auf jeden Fall im Turnier. 228 Punkte. Dann BL Hen, Putrek und Despacito. Oder Desiptos, wie er eigentlich heißt. Gambit Toos mit den 187 Punkten. Frey, Light und D-Trix auch mit 184 Punkten auf dem 11. Und damit war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung hier da. Außerdem würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.